Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget und es kamen gerade brandneue News rein rund um das SF-Universe. Und ja, ich habe gerade einen Blick ins Forum riskiert und da sehen wir auch schon, was hier uns alles bevorsteht. Und zwar Ausblick auf das kommende Wochenende, S40 und Events am Wochenende. Es wird S40 released, ja? Es wird der Server 40 released. Was ist denn da los? Also das wird bestimmt den einen oder anderen freuen, denke ich mal, ja? Das ist ziemlich, ziemlich krass und wir lesen mal weiter. Dieses Wochenende ist nicht nur Gold-Event, der Pilzdealer spielt auch noch total verrückt und gibt 20% mehr Pilze fürs Geld. Das ist normal. Und nächstes Wochenende erwartet euch dann ein großes Shakes & Fidget Update. Macht euch bereit, steigt ein ins Big Business und managt die Arena. Also sowas ähnliches wie ein, weiß ich nicht, irgendwie, keine Ahnung, Managing-Simulator irgendwas. Ich kann mir da jetzt noch wenig drunter vorstellen. Big Business, also großes Geschäft. Also da muss ich auf jeden Fall ein großes Geschäft machen, ja. Keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen soll. Auf jeden Fall, ja gut, hier steht, neues Arena-Manager-Feature. Könnt ihr euch darunter was vorstellen? Schreibt es mal unbedingt unten in die Kommentare rein. Ich kann mir jetzt noch nicht so richtig was darunter vorstellen. Dann, neue Runenverzauberungen geben euren Gegenständen mehr als 10 neue Attribute, zum Beispiel Feuerschaden? Was? Also, das ist ja komplett verrückt. Also, neue Runen, denke ich mir mal, weiß ich nicht, sind neue Runen? Nee, neue Runen ist ein komplett neues Feature. Ich habe gerade bei Runen an Verzauberungen gedacht, aber das sind halt Verzauberungen und keine Runen. Anscheinend gibt es jetzt Runen, womit man sowas wie Feuerschaden machen kann. Das ist so ungefähr, wie als ob du eine neue Klasse rausbringst, irgendwie mit so einem Dot-Hit. Also du machst Schaden und dann tickt das jede Runde weiter. Nur bin ich gespannt, wie sie das einbauen wollen, weil so ein Kampf ist ja meistens sehr schnelllebig. Es sei denn, es ist sowas wie Kundschafter gegen Krieger oder irgendwie so in dem Bereich, wo die Kämpfe ein bisschen länger dauern. Bei Magiern weiß ich nicht, kann ich mir das nicht so vorstellen, weil da gehen die Runden ja immer relativ schnell vorbei. Aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen 10 neue Attribute, zum Beispiel Feuerschaden. Feuerschaden ist nur eins davon. Das heißt, da kann auch sowas wie Gift, kann auch sowas wie Paralyse vielleicht, sowas. Also alles, was man aus Pokémon kennt, vielleicht sowas mit dabei sein. Eis, ne? Als ob man eine neue Klasse reinbringt, nur halt über diese Runen. Also es gibt neue Fähigkeiten. What the fuck, Alter? Ja, diverse Optimierungen und Verbesserungen. Ich gehe mal davon aus, das Ganze wird wahrscheinlich nur in der Remastered spielbar sein. Ja, gehe ich mal ganz stark von aus. Außerdem startet am Freitag, den 27.09. um 16 Uhr die deutsche Welt mit der Jubiläumsnummer 40. Am 27.09. Da muss ich mal gucken, ob ich da Zeit habe. Das weiß ich jetzt noch gar nicht aus dem Kopf. Seid dabei und sichert euch euren Platz an der Spitze der Ehrenhalle. Shakes & Fidget, Arena Fights, Blood and Tears. Ja, so sieht also die neue Erweiterung aus von Shakes & Fidget. Ich bin mega gespannt, was da auf uns zukommt. Schreibt auf jeden Fall mal unten in die Kommentare rein, was ihr euch unter Arena Manager vorstellt und was da so mit sich kommen könnte, ja. Und vor allen Dingen, was da noch für Runen auf uns warten und wo man die überhaupt herbekommt. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Bin ich sehr, wirklich sehr gespannt drauf. Und ja, das soll soweit zu den News gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid ihr auch so hyped wie ich da drauf? Es war jetzt nichts, was wir irgendwie. Es ist irgendwie gar nichts, was wir angesprochen hatten. Es ist was komplett anderes irgendwie. So. Aber ich bin auf jeden Fall, ja, erfreut. Schreibt mir auf jeden Fall auch rein, ob ihr auf Server 40 starten werdet, ja. Ich werde noch in späterem Verlauf sagen, ob ich da mitspielen kann oder nicht und so weiter, wie es da aussieht. Und das soll es erstmal soweit gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.